Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 1 Episode 4. Wir sollen zurück in den Turm. Das wurde uns gesagt. Und das machen wir natürlich auch. Der Kopf ist bereit, wenn ihr es seid, Kommandeur. Wollt ihr jetzt zurück in den Turm der Halbträume? Es kann losgehen oder bringt mich der... Achso. Ah, ich kann jetzt direkt ins Innere oder es kann losgehen, dann fange ich an mit dieser komischen Story. Mit dieser komischen Instanz da. Mit den Leuten. Ewige aber nö, es kann losgehen ins Innere. Direkt ins Innere. Dann skippen wir den anderen Bereich. Das Ende des Albtraums. Himmel nochmal. Das Ding lebt ja immer noch. Sobald wir uns nähern, werden wir gestört. Ist sicher einer von Scarlets Tricks. Ich bin so müde. Was haben wir übersehen? Nicht wir, ich. Mir fehlt hier ein wesentliches Element. Bin zu erschöpft und sehe es nicht. Könnt ihr euch mal umschauen? Sehen, ob ihr die Schwachstelle der magischen Abwehr findet? Wir sind hier, falls ihr uns braucht. Er besucht das Umfeld. Ein Hinweis. Hier so. Eine Kiste halb gefüllt mit Lebensmitteln und medizinischen Vorräten. Die Wachsamen und ihre Verbündete haben diesen Bereich bewacht, seit ihr ihn eingenommen klar, habt. Scarlet uns wieder verwirrt. Okay, hier haben wir noch. Seht euch um. Achso, nee, das, was haben wir denn hier? Ich will nicht sprechen, ich will da. Offenbar hat Kashmir über die Gegengiftinjektion Buch geführt. In den letzten Wochen haben Dutzende Einsatztrupps der Wachsamen geliefert. Es muss etwas geben, was Innere des Turms beschützt. Ja, ja, das muss es. Gegengift-Variante. Ein paar Fiolen zeugen von Majoris Bemühungen, ein verbessertes Gegengift zu erschaffen, aber bisher scheint es nicht funktioniert zu haben. Ja, ich muss mal sehen. Dann was? Dieses Gerät zum Verabreichen von Gegengift ist kaputt gegangen, bevor es seinen Zweck erfüllen konnte. In seinem seinem Reservoir findet sich noch etwas Gegengift. Den Rest des Gegengifts nehmen. Was mache ich jetzt? Und jetzt? In eine toxische Kapsel. Diese überirdisch anmutende Kapsel scheint mit einem seltsamen Flüssigkeit gefüllt, ist aber ansonsten leer. Vielleicht wollte Scarlet noch mehr Ungeheuer erschaffen, wie das, welches wir bekämpft haben. Super eklig, das Ding. Aber gut. Hier haben wir noch eine, die Kapsel, die schon, wo das Vieh schon rausgekommen ist. Der frühere Wohnort der albtraumhaften Geschöpfe dieser Kammer ist jetzt völlig ausgetrocknet. Seltsame Geräte sind hier angebracht. Scarlet muss Experimente durchgeführt haben. Wenn wir noch mehr von ihren Werkzeugen finden könnten. Wäre natürlich sehr praktisch. Was haben wir hier noch? Eine Rankenpassage. Der Durchgang ist durch dicke, faserige Kletterpflanzen versperrt. Die Ranken lassen sich unmöglich entfernen. Sie ähneln jedoch denen, die das Herz des Turms umgeben. Das Gegengift drauftropfen. Tür geht auf. Ja, wir haben hier einen Weg. Habe ich entdeckt. Hier ist ein Labor. Was haben wir denn hier? Diese verfluchte Scarlet. Sie wusste, wir könnten diese Pflanze nicht einfach töten. Diese Box hat eine Überbrückung, mit der sich eine Überladung erzwingen lässt. Außerdem hat sie Steuerelemente zum Abschalten der Energie und einen Regler für den Bereitschaftsmodus. In Ruhe lassen? Ich würde aber gerne ein bisschen auftippen. Massive Tanks, in dem eine unbekannte Flüssigkeit brodelt, beherrschen den Raum.
Vielleicht hatte dies hier mit dem Pflanzenwuchs des Turms zu tun. Wer weiß. Toxische Sporenkapsel. Diese toxische Sporenkapsel ist anders als die anderen. Ihre dicke Hülle ist unnachgiebig und es gelingt euch nicht, eine Probe davon zu nehmen. In Ruhe lassen. Was haben wir hier noch? Der Labortisch ist übersät mit Utensilien, die beim Experimentieren benötigt werden. Es handelt sich dabei um verschiedene Probebehälter und einen vollen Becher Lampenöl. In Ruhe lassen. Wachritter Sprachkommando-Protokolle. Wendungen, die verschiedene Funktionen ferngesteuert. Aktivieren. Ah ja, okay. Die erste Phase ansehen. Niemand macht meine Spielzeuge kaputt, außer mir. Okay. Zweite Phase. Die Wache da, auf die ihr so stolz seid. Nun sind sie mein. Und dann die dritte Phase ansehen. Nichts falsch an euch, was ich nicht dauerhaft richten könnte. Ach ja, okay, cool. Und dann hier haben wir noch hingekritzelte Diagramm. Hierbei handelt es sich anscheinend um ein Teil eines Wachritter-Schaltthemas, der an Rand mit Scarles Notizen vollgekritzelt ist. Versuche, die Notizen zu lesen. Die meisten ihrer Anmerkungen sind sehr technisch, doch eine lautet: Dumme Menschen, immer sind sie mir im Weg. Eine andere lautet: Verwendet keinesfalls die Phrase zum Deaktivieren. Phrase zum Deaktivieren. Bevor wir den Rumpavillon gesichert haben. Aha. Haben wir dann noch irgendwie noch was anderes? Die Schmiede, okay. In dieser Schmiede brennt ein helles, arkanes Feuer, in dem sich mysteriöse Rezepte aus einzigartigen Zutaten herstellen lassen. Vielleicht kann ich das benutzen, um etwas herzustellen, mit dem sich der Schild durchbrechen lässt. Aha, und dann haben wir hier das Terminal. Diese tragbare Konsole wurde scheinbar von Scarlet modifiziert. Der letzte Benutzer führte eine Analyse von Testergebnissen durch. Außerdem ist es eine rotierende zentrale Energieschnittstelle. Versucht diese analytischen Daten zu interpretieren. Auf dem ersten Blick scheint es sich den Daten um eine Matrix aus Azurischen Schriftzeichen und Ziffern zu handeln. Es gibt Kommandozeilen, mithilfe derer die Daten sich quantitativen oder qualitativen Ergebnissen zuordnen lassen. Quantitativen Ergebnissen zuordnen. Eine weitere Eingabeforderung erscheint, die den Anwender dazu auffordert, zwischen folgenden Sortieralgorithmen zu wählen: Relevanz, Effektivität oder Effizienz. Horizontale Balken variieren der Farben, deuten darauf hin, dass die Ingenieurskunst der Char genauso effizient ist, wie die das Umgestalten der Pflanzen, wie das Umgestalten der Pflanzen, das die Sivari praktizieren. Diese Datensortierung anwenden. Die resultierende Datenanalyse scheint nicht sehr hilfreich zu sein. Neu versuchen. Wenn ich jetzt sage, nochmal das hier. Dann nehmen wir nach Effektivität. Die absteigenden. Okay, dann gehen wir mal hier anwenden. Die Konsole gegliedert die Daten und zerlegt eine Aufforderung. Was? Und zeigt eine Aufforderung. Zerlegt, genau. Eine Aufforderung an. Sie an ein portables Gerät auszugeben. In Ruhe lassen. Okay. Diese Box hat eine Überbrückung, das haben wir schon mal gelesen, und das ist die Steuerung zum Abschalten der Energie. Es gibt drei
Armaturbretter? Armatur. Oh, die Schrift ist halt leider auch klein, ne? Armaturbretter mit Reglern. Jedes ist mit 3 Symbolen markiert. Die erste Armatur ist. Ne, hat 3 Symbole, die wie Sonne, Flamme und Dampf aussieht. Dampf. Es gibt 3. Achso, gut. Dann machen wir. Also jetzt ist das andere. Dann. Eiszapfen. Okay. Und dann gibt es doch Gold, Silber und Eisen. Und dann machen wir Silber. Alle 3 Regler sind eingestellt und es muss nur noch der Schalter unten umgelegt werden. Okay, ja, umlegen. Mittel brummt und klickt, aber nichts passiert. Irgendetwas an dieser Einstellung stimmt anscheinend nicht. Okay. Moment, mach ich jetzt die Überladung gezwungen. Oh, das hat wehgetan. Achso, der hat hier so ein Schild, warte, dann muss ich vielleicht nicht mehr. Achso, ja, Überladung erzwingen war richtig gut vor mir, irgendwie. Richtig, jetzt krieg ich sie mit Damage, okay, gut. Wir haben irgendwie so ein Schild gehabt und das hat irgendwie nicht aufgehört zu chillen. Okay, sie sind weg. Die toxische Sporenkapsel ist anders als die anderen, ja, das haben wir Kapsel genauer untersuchen. Bei genauer Betrachtung entdeckt ihr Sporen von Experimenten an der Kapsel. Spuren. Anscheinend hat Scarlet mit dem Ziel experimentiert, die Kapsel widerstandsfähiger zu machen. Die Hülle berühren. Die Hülle der Kapsel fühlt sich kalt an und sie scheint in minimalem Maße an euren Körperwärme zu auf eure Körperwärme zu reagieren. In Ruhe lassen. Ja, gut, ich muss die Kapsel aufschlagen. Ich fühle mich stark. Lust zu töten, steig auf sie! Hallo. Ach, der lebt noch hier. Lol, falsche Fähigkeit. Nice. Jetzt da irgendwo. Das soll mich einfach wiederbeleben. Oder reparieren. In dem Fall lässt es eher reparieren statt wiederbeleben. Kodierung ist überlastet. Warum ist die Kodierung überlastet? Ja, ihr habt jetzt schon mal. Ich gucke gerade bei OBS. Ja, Codierung überlastet. Hier überlastet scheinbar irgendwie die Codierung dieser Instanz, weil hier scheinbar Effekte drin sind, die wo OBS einfach nicht hinterherkommt. Also sorry, wenn es ein bisschen bei euch im Video ruckelt. Bei mir ruckelt es nicht, aber im Video ruckelt es, weil, warum auch immer, da hier gerade ein paar Abspackungen. Also, sobald ich mich irgendwie hier hinbewege, dann ist die Codierung nicht mehr überlastet. Also hier geht es wieder. Sobald ich so hingucke und hier hingehe, dann sagt mir OBS, geht gar nicht. Also hier ist irgendwas komplett komisch. Aber gut, müsst ihr es mitleben. Ja, dann dürfen Wächterritter mal anreden hier. Dieser Wächterritter starrt teilnahmslos ins Leere. Doch er hält seine Waffe fest, umschlossen. Wahrscheinlich laufen einige grundlegende Unterprogramme noch. Hallo, könnt ihr mich hören? Versteht ihr, was ich sage? Da Wachritter zeigt keinerlei Anzeichen, dass er euch hören oder verstehen kann. Okay. Niemand macht meine Spielzeuge kaputt, außer mir. Na, das nenne ich mal einen Erfolg. Ah, es hat funktioniert. Und jetzt gehe ich hier hin. Diese Schmiede brennt. Also das haben wir ja schon gelesen. Dann die Zutaten in die Schmiede legen.
Geschmolzener Schrott, Datenkristall, Uhrwerkkern und toxische Sporenproben werden. Genau, so ist das Gold richtig. Von der Flamme verzehrt, irgendwas beginnt sich im Inneren der Flammen zusammenzufügen. Zur Lösung führen. Zu der Lösung aller Dinge. Oh, geh ich mal hier ihr nach, ne? Kodierung überlastet, Alter. Läuft wieder alles. Gut, wobei ich kann nicht 100% natürlich sagen, ob die wirklich Kodierungsüberlastung ist oder nicht, weil das Ding ist natürlich, dass auf meinem Kontrollmonitor alles in 60 Frames läuft und bei mir alles im Spiel höher als 60 Frames läuft und die Aufnahme ja auch in 60 ist. Also eventuell ruckelt es gar nicht mal so stark, wer weiß. Das dürfte passen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Habt ihr was gehört? Ihr habt das super gemacht. Das klingt jetzt verrückt, aber was ist, wenn es weiß, was wir getan haben? Wenn es weiß, was wir gleich tun? Und was genau werden wir gleich tun? Wir pumpen jeden letzten Tropfen meines Gegengifts in den Stängel von diesem Ding, bis nichts mehr reingeht. War ein langer Tag. Wollte ich gerade sagen, das wird langsam irgendwie verrückt. Okay, let's go. Jory, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir müssen raus hier. Wenn die letzte Dosis das Herz der Pflanze trifft, ist alles möglich. Ich weiß, was passiert. Hier wäre das Portal. Bitte sehr. Achtung, toxische Allianz. Ich sehe, ihr bewegt euch. Ich fühle mich stark. Ja, gut. Was? So, wir machen mal kurze One-Hit-Fähigkeiten. Das ist ein Andenken an mich. Ja, wie stark sind die bitte? Aha. Wie stark? Ja, wollt ihr mich verarschen? Der haut aber rein, ne? Also, BTF, Nahkampf unmöglich. Ja. Nee, Nahkampf ist hier unmöglich. Ich brauche Hilfe. Zumindest bei mir, weil guck mal, wenn der das hier macht, dann bist du am Arsch. Und das macht er halt regelmäßig. Das funktioniert nicht. Und da ich... Das funktioniert so gar nicht. Ach so. Ach, die muss man auch gar nicht killen. Die muss aber nur durchs Portal gehen. Aha. Er muss nicht gekillt werden. Okay, gut. Na dann. Deswegen war der auch so heftig. Oder eine Cutscene oder... Und der Turm explodiert. Und so sieht dann eigentlich auch, sahen dann eigentlich auch die Kesselzügel dann aus, ne? Also da war der Turm dann kaputt und so war dann sofort, ne? Also das ist halt nur, dass jetzt der Turm wieder steht, was halt super wirr ist. Vielleicht steht der Turm ja jetzt nicht mehr. Vielleicht beendet sich das jetzt alles und dann sehen wir den Turm jetzt kaputt. Weil ansonsten wäre das eine harte Verwirrung. Weil mir war das doch so, dass der Turm doch eigentlich schon längst nicht mal stand.
Genau, so sahen die Kessex-Hügel nämlich immer aus. Also schon länger aus, ne? So, mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Ob wir jetzt den kaputten Turm rein. Ja, tatsächlich. Das haben sie cool gemacht. Und wenn die das hinkriegen, dann kriegen sie es doch auch bestimmt hin, dass man das alte Löwenstein mal besuchen kann. Komplett. Also wenn sie sowas schon hinkriegen. Also holy moly. Was soll das denn? Also ich will das alte Löwenstein nochmal besuchen können. Das wäre doch schön. Sagen wir doch, sind wir doch bestimmt fertig, oder? Nee, noch nicht ganz, aber zumindest schon Hallo. Mal ganz gut. Glückwunsch zur Aufklärung des Mordes an dem Ratsmitglied. Ui, ihr seid aber ein großer Junge. Einer der größten in meiner Heimstadt übrigens. Ich bin Braham. Schön, Atom. Euch zu treffen. Vorstoß. Nun, Achso, wir sollen hier jetzt irgendwie. Riesen fehlen mir noch in meinem Freundeskreis. Das Vergnügen ist also ganz auf meiner Seite. Nennt mich Marjorie. Hallo, ich bin Kashmir, Marjories Helferin. Seid ihr die beiden, die Scarlett verfolgt haben? Genau, ich bin Braham und das ist Rox. Hallo. Ich wette, nach euch beiden dreht sich sicher jeder um. Witzig. Ich dachte eben gerade dasselbe über euch. Dann bin ich doppelt froh, euch zu treffen. Und ist auch noch abgeschlossen. Die Stimme von Rox ist immer noch komplett komisch. Oh Gott. So macht man das. Jetzt sind wir durch. Okay, wir haben die Episode abgeschlossen. Die Episode an sich, ja, kann man machen. Jetzt ist nicht unbedingt so ganz schlimm, aber ja, weiß ich nicht. Nicht der Glanzmoment von Guild Wars 2, würde ich mal sagen. Ich stehe zu euren Diensten. Da gibt's Besseres. Aber immerhin haben wir das jetzt auch nochmal gesehen. Finde ich ja ganz schön, dass wir die lebendige Welt Staffel 1 dann auch nochmal spielen können. Gegen Gifthandschuhe. Aufbau, das ist auch schon. Oh, man kann sich einen Skin holen. Ja, wieder eine neue 20 Touchplätze. Ihr seid mein Glücksbringer. Also das Ding ist. Wenn du jetzt die ganze lebendige Welt Staffel 1 durchspielst, dann versorgst du dich mit 20 Platztaschen und dann brauchst du die hier nicht irgendwie teuer zu kaufen oder herzustellen. Aber das Problem ist, ich hätte gerne irgendwie bessere, also nicht 20 Platz, sondern mal hier so 32 mal wieder so eine 32 Platztasche. Weil, was soll ich mit 20 also 20 Plätzen von der Tasche, wenn ich die Möglichkeit habe, noch viel mehr zu haben. Und ich habe auch viel mehr. Wobei, für meine anderen Charaktere könnte ich das benutzen. Das ist natürlich ganz geil, aber da müsste ich das mal drüber schieben. Aber an sich, für mich bringt das jetzt hier nicht viel. Willkommen. Ist ein Mitglied einer Gilde. Jetzt reden wir hier noch mal kurz mit den Leuten und dann sind wir auch durch. Hallo, schon wieder. Ich hoffe, ihr feiert ausgiebig. Die Zerstörung ihres Hallo, Turms Sonntag. Muss gewaltig an Scarlett nagen. Also was glaubt ihr, hatte Scarlett vor? Ich hatte auch keine Ahnung. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Sie hat beinahe ganz Tyria mit dieser Pflanze vergiftet. Ich wette, sie war hinter dem Gift her, was man daraus herstellen kann. War dies auch euer Gedanke? Ja, eigentlich eher nicht. Also nein, ich glaube, sie hat uns so wieder an der Nase rumgeführt. Ihr könnt recht haben. Sie ist so verrückt wie ein zweiköpfiges Huhn. Sie scheint euch ganz und gar nicht zu mögen. Was habt ihr der Frau angetan? Ich habe ihr ihre Spielzeuge weggenommen. Ja. Ich bin froh, dass ihr kein Opfer des Turms geworden seid. Wisst ihr, was? Kommt vorbei und feiert den Wintertag mit uns im Götterfels. Hallo, wir haben noch nicht Winter. Wir werden eine Weile hier sein, aber ich lasse euch wissen, wann wir zurückkehren. Wie feiert ihr? Wir machen nichts Ausgefallenes, nur ein wenig entspannen in der Denke, Sackgasse. Schmackhaftes Essen, gute Getränke und nette Gesellschaft. Das ist nicht zu schlagen. Ihr seid mehr als willkommen, zu uns zu stoßen.
Ich würde gerne mit euch und Marjorie über Scarlet sprechen. Kommt zu mir. Gute Idee. Wir müssen unsere Ressourcen vereinen. Ich hörte, Scarlet sei größenwahnsinnig. Das sieht man nicht nur. Also man hört es nicht, sondern man sieht es auch. Sie glaubt zu wissen, wie die Welt funktioniert, wie Magie funktioniert. Das kann niemand wissen, nicht wahr? Sie ist bösartig, also hoffe ich, dass es nicht wahr ist. Wie schön, euch zu sehen. Ah, ja, wie schön, euch zu sehen. Hier, ich bin mit dir sprechen. Wie steht es mit dieser Scarlet? Ich würde sie nur zu gern in die Finger bekommen. Ich habe dieses Katz-und-Maus-Spiel langsam satt. Wir brauchen einen Plan. Ihr habt recht, wir müssen die Oberhand gewinnen. Um eure Beute aufzuspielen, muss ich zuerst verstehen, wie sie denkt. Wir müssen mehr über sie erfahren. Was wisst ihr über Scarlet? Ich weiß, dass sie sehr schlau ist. Sie studiert in sehr vielen mächtigen Magie... Was? Sie studierte mit sehr vielen mächtigen Magienutzern aller Art. Aber ich weiß auch, dass sie vollkommen verrückt sein soll. Mir kam das Gerücht zu Ohren, sie habe ihren letzten Mentor getötet. Ah ja, gut zu wissen. Hallöchen. Hallöchen. Und jetzt ist schon wieder die Stimme von Nox normal. Und wenn sie wieder redet in der Story, dann ist die Stimme wieder komplett falsch. Diesmal hätte sie es beinahe geschafft. Die toxischen Sporen verbreiten sich immer, noch immer. Es scheint, das Neue aus dem Wurzelausläufern sprießen. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Seid ihr bereit, etwas dagegen zu unternehmen? Bereit, wenn ihr seid. Wir folgen euch in den Kampf. Einverstanden? Also lasst uns herausfinden, wie wir es am besten anstellen und dann bringen wir es hinter uns. Wie Brahim schon sagte, wir brauchen einen Plan. Was wisst ihr über Scarlet? Sie ist eine Ingenieurin. Sie ist gut im Umgang mit Eisen und Zahnrädern und sie ist auch keine Stümperin, wenn es um Magie geht. Ist eine gefährliche Kombination. Aha. So, okay, wir sind fertig, wir sind durch. Und zur Feier des Tages würde ich sagen, holzen wir nochmal hier ein paar Bäume ab. Geil. Ja, und an sich ist er jetzt dadurch, dass die neue Episode ja hier in den Kessex-Zügeln spielt, das ist ja so, dass, hier sehr viel los ist. Das ist natürlich schön für so ein altes Gebiet, aber, ja, muss man halt sehen. An sich, sie sind durch. Die Story gehört natürlich zur Story von Guild Wars 2. Hat mich jetzt aber nicht so ganz gehuckt. Deswegen, ja, kann man machen, haben wir jetzt erlebt. Dann würde ich sagen, ich kehre mal zurück nach Arborstein. Oh, nachdem ich hier nochmal mein Inventar ein bisschen geguckt habe. Ah ja, wir können ja hier auswählen. Eine Handschuhe, ne? Da. Das sieht wertvoll aus. Alles hier nochmal benutzen. Dann einmal da hacken. Einlagern, das ist jetzt noch. Ach, Trash. Nee, das ist nicht Trash hier. Exotic. Ja gut, das brauchen wir aber nicht, ne? Können wir auch nicht verkaufen, weil das Skin habe ich ja freigeschaltet. Dann zerhacken wir das auch. Startet Zerstörungsprotokoll. Gut. Die Tasche ist doch ganz praktisch, die packe ich dann noch in die Bank. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig. Ab nach Arborstein. Ja, und das war's dann, ne?
mit dieser Episode. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Denkt daran, dass ich mittlerweile jetzt so verfahre, dass die Episoden nicht zeitgleich mit der Veröffentlichung rauskommen oder zumindest in dem Zeitraum, sondern sehr, sehr stark verschoben rauskommen. Sollte dem natürlich keinen Abbruch tun, weil im Endeffekt ist die Episode oder der Story-Abschnitt, den wir spielen, auch zu einer späteren Zeit immer noch genauso wie dann zu dem Punkt, wo es rausgekommen ist. Außer natürlich, es kann sein, dass wir vielleicht ein paar Bugs dazukommen. Ne? Bei Guild Wars 2 weiß man ja nie. Dementsprechend ist es nicht so schlimm. Also aufgenommen ist es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patches. Veröffentlicht wird dieses Video aber später erst. So erfahre ich jetzt mittlerweile damit. Und dementsprechend nicht wundern, wenn plötzlich diese Episode veröffentlicht wird bei mir auf dem Kanal, aber schon längst schon andere draußen sind. Ne? Hier nochmal kurz erwähnt. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zur nächsten Episode von Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 1. Oder auch zu anderen Projekten, die ich noch mal einen Kanal laufen habe. Könnt ihr ruhig mal reinschauen. Oder ich habe auch schon welche gemacht. The Witcher, die komplette The Witcher-Reihe zum Beispiel. Oder Sacred 2. Ich erwähne Sacred 2 und 3. 3 ist natürlich auch ein komplett doofer Name. Doofer Teil. Aber Sacred 1, da habe ich dann irgendwann, ich will nicht sagen komplett gerage-quittet, aber irgendwann habe ich das beendet, also abgebrochen quasi, weil ich dann keinen Bock mehr drauf hatte. Und es war teilweise ein bisschen verbuggt. Ja, und noch diverse andere Spiele, die wir da am Kanal haben. Outriders. Die Spellforce-Reihe ist auch ganz spannend. Zu dem Zeitpunkt, wo die Episode hier veröffentlicht wird auf meinem Kanal, sollte, wenn nicht irgendwie doch noch das alles anders kommt, gerade auch Monster Hunter World laufen. Und ja, könnt ihr mal reingucken, vielleicht gefällt euch irgendwas davon und vielleicht ein Abo da lassen, vielleicht die Glocke anmachen, vielleicht einen Daumen nach oben oder runter geben oder auch kommentieren und so. Hilft alles natürlich weiter. Mach nichts Bösartiges. Vielleicht für den einen oder anderen langweiligen Content. Aber naja, ein Daumen nach oben oder so, das schadet ja nicht, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.